Drei Kilometer vom Ortskern entfernt liegt der Praia do Ossejo. Hier an der Westküste ist das Meer rau und aufgewühlt. Der ständige Wind bläst uns um die Ohren. Angeblich soll es hier im August am Strand ganz schön voll werden. Das können wir uns im Juni kaum vorstellen. Wir teilen uns den breiten Strand mit drei anderen. Hier machen besonders gerne Portugiesen Urlaub. Eine gute Wahl. Direkt am Strand gibt's nur ein paar Sommerhäuser und das kleine Café Dorita. Wir haben bei der netten Wirtin ein Zimmer gemietet mit einem traumhaften Blick über die ganze Bucht.